Die L-Tyroxin-Falle. Bist du vielleicht schon reingetappt? Na, dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Naja, vielleicht bist du krank geworden, hast eine Unterfunktion, hast Hashimoto und bekommst die Schilddrüsenhormone verschrieben. Du nimmst sie ein, alles ist gut, die Hormone sind da. Aber was machst du eigentlich? Du nimmst der Schilddrüse die Arbeit ab. Und was passiert zum Beispiel, wenn du ins Fitnessstudio gehen würdest und jemand anderes stemmt deine Gewichte für dich? Klar, du schaffst viel mehr Gewicht, denn zu zweit ist man stärker. Aber was passiert mit deinen eigentlichen Muskeln, mit deinen echten Muskeln, mit deinen Muskeln? Sie werden weniger belastet, dementsprechend müssen sie weniger arbeiten und dementsprechend werden sie kleiner, obwohl du eigentlich mehr Kraft hast, also angeblich, du kannst viel mehr Gewicht bewegen. Genau wie hier, du hast mehr Hormone, aber wird die Schilddrüse wirklich stärker oder schläft sie nur ein? Lernt sie weniger zu produzieren, weil sie es nicht mehr braucht? Ja, das ist eine absolut falsche Analogie, die auf den ersten Blick vielleicht irgendwie nachvollziehbar klingt, aber das Gewebe bei der Hashimoto ist zerstört. Der Muskel ist quasi kaum noch da. Und ein Mangel an Schilddrüsenhormonen zu haben, kann negative Auswirkungen haben, was dir ja bekannt vorkommt, wie Müdigkeit, Kälteintoleranz, Gewichtszunahme, Verstopfung, trockene Haut. Und das ist wichtig, gerade bei Kindern, eine Schilddrüsenunterfunktion hat dort auch negative Auswirkungen auf das Gehirn und die geistige Entwicklung. Da sind Schilddrüsenhormone gerade auch wichtig. Die Schilddrüse ist kein Muskel, der zu wenig Training bekommt, sondern es ist ein Muskel, der zerstört ist. Bei Hashimoto handelt es sich um eine Entzündung der Schilddrüse und um eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, dass sich das Immunsystem fälschlicherweise gegen gesunde Schilddrüsenzellen richtet, diese angreift und diese entzündet. Also, jetzt wichtig, zu wenig Gewebe, also zu wenig Schilddrüse bedeutet zu wenig Hormone. Der Armmuskel ist also zerstört und kaum noch da. Ja, die Reste davon sollten bestmöglich genutzt werden, dem stimme ich zu, aber sehr, sehr oft ad hoc geht das nicht. Endokrinologen und unsere Leitlinien, die empfehlen zusätzlich zum L-Thyroxin zum Beispiel eine schilddrüsenbewusste Ernährung. Das eine, bewusste Ernährung, schließt das andere L-Thyroxin nicht aus. Und konkret verrate ich jetzt einmal drei Tipps. Erstens viel Selen, zum Beispiel durch Paranüsse. Selen ist wichtig für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, ist daran beteiligt, sofern wir noch Gewebe haben. Und zweitens, ein Jodmangel kann der Auslöser einer Unterfunktion sein, wird aber auf jeden Fall eine bestehende Unterfunktion verschlechtern. Und drittens, auch Eisen ist an der Synthese von Schilddrüsenhormonen beteiligt, nämlich ein wichtiges Enzym, die Thyreoperoxidase, ist von einer ausreichenden Eisenversorgung abhängig. Liegt dann also ein Eisenmangel vor, werden halt noch weniger Schilddrüsenhormone produziert als eh schon bei einer Hashimoto. Und so gibt es noch viele weitere wichtige Stoffe. Deswegen, Nährstoffmangel verschlimmert eine Hashimoto, aber löst diese nicht aus und eine entsprechende Ernährung kann die Symptome reduzieren, aber Hashimoto nicht heilen. Und solange der Hormonspiegel zu niedrig ist, durch Ernährung und Lebensumstellung man es selber nicht schafft, ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren, ist es wichtig, L-Thyroxin einzunehmen, da euer Körper unbedingt die Hormone benötigt. Und leider kann das bei vielen Menschen lebenslang sein. Aber von einer L-Thyroxin-Falle zu sprechen, ist A unverantwortlich und B inhaltlich sogar falsch.